Hallo, willkommen bei Ligre. Heute mache ich ein Video, das ich schon mal gemacht habe. Nicht ein Styropor-Schmelz-Video. Es hat mir letztes Mal sehr viel Spaß gemacht. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich es nochmal mache. Und wir haben gerade ziemlich viele Styroporstücke oder eine große Menge von Styroporstücken übrig. Und deswegen mache ich heute nochmal ein Styropor-Schmelz-Video wieder draußen. Also, bis gleich draußen. So, wir haben, wie schon drin gesagt, ziemlich viel übrig. Sag mir die Sackeln her, die du auf zuschmelzen willst. Eins. Schaut mal, das sind Haare. Ja, weil es so zerschmützt. Ja, so. Du siehst jetzt selber, du weißt jetzt. Der zweite Sack. Mein Tisch fliegt gleich um. Das ist jetzt schon echt viel. Ja. Die sind so richtig die schwarzen. Die schwarzen. Das ist rote Schrift. Das wird jetzt rot gefärbt. Cool. Die rote Schrift, das schaut so cool aus. Das ist einfach nur so wie ein Slime. Ein Stück geht sich noch aus. Das weiß ich, dieses kleine. So was, wie wenn es kochen darf. Ja, ich meine. Das ist zum Unterschied vom letzten Mal echt eine ordentliche Portion, ne? Ja. Da ist noch der schwarze, da ist noch der Schatz. Ah ja, das habe ich noch gar nicht benutzt. Sehr intelligent. Ich, schaut mal. Das eine Stück drückt sich aber nur, weil da Aceton drin ist. Das andere. Oh, das restliche Aceton ist wegen einem kleinen Stück schwarz. Wegen einer kleinen bisschen Farbe schwarz. Aber schmelzt trotzdem.
das arg aus. Schau, das restliche Aceton ist schwarz. Mhm. Also schon färbt. Schau mal. Mhm. Ich mag noch ein schwarzes Stück. Also nicht ein schwarzes Stück. Schwarz. Aber das schaut so cool aus. Schau dir das an. Ja, ich würde das so am liebsten. Was können wir damit machen? Was fällt da ein? Ja? Ich meine, wir haben Schallsteine da herumstehen und wir könnten die Schallsteine natürlich damit füllen. Nein. Oh ja, könnten wir schon. Könnten wir, will ich aber nicht. Willst du nicht, genau. Das ist wieder was anderes. Und das schaut. Hä? Das ist aber nicht anstrengend, das geht ja von so rein, oder? Ich weiß. Muss man sich anstrengen? Nein. Nein. Ja? Ich habe eine Idee. Jetzt wieder weg. Sollen wir das in irgendeiner Form rein oder was machen wir damit jetzt? Jetzt muss ich überlegen. Tu das mal. Ich suche das mal ein Stück vor. Nageljagd, oder? Ja, so wie Nageljagd, genau. Ah. Hör auf, da viel Teufel, du Ferkel. Wie Slime, oder? Ja, das ist genau das. Aber kalter Slime, extrem kalt. Ja. Eiskalter Slime. So, wo darf man denn jetzt hingießen? In eine gießen. Das trocknet halt auch richtig schnell. Deswegen müssen wir uns beeilen. Ich habe eine Idee. Was hältst du davon, wenn wir das so wie vor? Nein, ich habe eine richtig gute Idee. Aber das ist ja keine gute Idee. Da kann alles in alle Richtungen auftrocknen. Nein. Okay, was willst du machen? Sag's. Eine Schüssel. Ja, das passt. Misch. Ich will es. Misch. Das macht so kein Geräusch. So, jetzt brauchen wir einen Lilienstein, der da reinpasst. 1000 Steine erholt. Papa, schaust du mal? Das war ich glaube, das passt schon. Ja, aber groß. Groß wird's sehr. Ja. So. Und das lassen wir jetzt da stehen. Passt. Bis 1000 Jahre später. Genau, 1000 Jahre später schauen wir dann, ob das quasi zu Stein geworden ist. Das letzte Video. Es wird sicher sogar noch ein zweites Video kommen. Wird besser gesagt ein drittes Video kommen. Und da werde ich den Rest verschmelzen. Tschüss. Das ist das Video.